Hallihallo, liebe Freunde, hier ist euer Pixelhusten und ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen zu City Skylines. Bin jetzt dabei, hier, ja, das wie in der alten Stadt, die wir vorher schon gebaut haben, nach dem gleichen Prinzip so ein bisschen zu bauen. Wieder so ein schönes Muster entsteht. So, jetzt können wir hier zwischen rein. Und dann müsste das jetzt eigentlich genau da schön dazwischen gebaut werden. Ich hoffe mal, das sieht irgendwie nach was aus. Das sehen wir auch gleich. Nein! Was machen die denn? Ach nö. Oder? Doch, das passt. Coolio. That's nice. That's nice. So. Da kann er auch noch was hinbauen. Aber das ist schon fast so weit. Kriminalität, kommt meine Polizei da nicht hinterher. Egal, wir werden hier so weiter bauen. Ja, das nehme ich hier auch. So, schön das runter. Obwohl, das kann man doch, das lassen wir hier. Weil man braucht ja hinten entlang auch noch mal eine Straße. Das ist ja so. Das blöde Problem. So, dann machen wir hier erstmal Straße für Straße da durch. Können wir halt hier auch so machen. Und hier auch. Müsste dann ja hoffentlich genug Income zusammenkommen. Ah, es gibt wieder ein schönes Gepinsel. So, hier bauen wir nicht. Aber hier bauen wir so. Industrie soll die auch gleich wieder kümmern. So. Tüm-tüm-tüm. So, was haben sie denn? Ja, die haben keine Dienstleistung. Mecker. So, dann bauen wir hier mal schnell. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren jetzt. Das wäre so super, wenn es dafür einen Pinsel geben würde, so einen fertigen. Habe ich jetzt eigentlich schon eine Feuerwehr? So, lass uns erstmal hier schnell um Industrie kümmern.
Ups. Dann läuft das nämlich auch. So, wie sieht es hier aus? Das ist schon zugebaut, das ist gut. Dann kann man nämlich hier dicht machen. Was ist denn? Ein Stromnetzanlage. Ah, ein bisschen nachjustieren. Ah, ich glaube, ich brauche gleich neue Abwasserpumpen. Aber es wird schwierig. Ich kann mir, glaube ich, keine leisten. Egal. Gut, dann bauen wir hier erstmal zu. So, hier kann man dann... da müssen wir noch warten, bis da hinten die letzten Felder entstehen. Parks brauchen sie. Das ist wahrscheinlich hier. Das ist so. Obwohl hier ist zu wenig Dienstleistung. Hier kann ich keine ansetzen. Komm, baut die Felder dicht. So. So, sie brauchen Wohngebiete. Dann setzen wir hier erstmal fest. Können wir mal probieren. Dann zwei rein. Die Polizei schafft das nicht. Ist das Police Headquarter zu schwach für sowas? Da-da-da-da. Ja, das Städtchen sieht jetzt noch nicht so wirklich anspruchsvoll und schön aus, aber das kommt, glaube ich, das kommt nicht nur, glaube ich, sondern es wird dann später in der Zeit, wenn man mehr Platz hat. Und dass mit dem Geld besser funktioniert, ja, dann verändert sich das Stadtbild dann auch. Wird dann wesentlich besser. Haben sie zugebaut? Gut, dann machen wir hier auch dicht. So. Dann machen wir hier das gleich nochmal. Müsste natürlich mal gucken, wegen der Lebensqualität irgendwie einen Park zwischen reinsetzen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, Strom geht jetzt wirklich mit knapp. Also schnell ging es mit dem Strom noch nie zu Neige. Ich habe echt ein derisches Problem. Gucken wir erstmal, wenn man einfach mehr Budget reinstopft. Und dann gucken wir, dass das Wasser passt. Ich brauche noch ein Kraftwerk. Thank you.
Die saugen mich leer. Das kostet zu viel. Windkraft möchte ich jetzt keinen setzen. Das ist denkbar uneffektiv. Komm, gib Gummi. Sind da mal auch dicht? Gut, dann können wir das auch dicht machen. So. Yes. So, jetzt kann man schnell ein Kraftwerk kaufen. Oh. Hobby Galoppi. So, dann setzen wir gleich eins dahin. Eben dran hin. Dann kann man den Strom wieder runterdrehen. Ist auch besser fürs Budget. Wie sieht's aus? Gut, das sieht besser aus. Das ist die ideale Stadt für Führerscheinanfänger. Bitte fahren Sie bergan. So, wie schaut's hier? Auch dicht. Dann können wir das dicht machen. Mach's mal bis hier. Mach's mal so. Und jetzt können wir mal irgendjemand einen Park kaufen. Schade, die Parks haben noch keinen Bild bekommen. Oh, ich habe so viele Dinger da drin und ich habe nicht so wirklich klare Ahnung, was am besten jetzt hier ist. Cool. Fliegende Autos. Na, dann reißen wir das wieder ab. Es müsste irgendwie zentral liegen, damit die auch alle was davon haben. Mal da. Dann setzen wir den hier hin. So, komm, 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 komm. Jo. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir da hinsetzen könnten? New Family Park. Muss aufpassen mit Kohle. Hier geht's nicht. Ach, dann nimm den doch. Und zwar... setzt du den so hin. Gut, dann dürften die schon zufriedener gestellt sein. Welches Gebiet kaufen wir denn? Oder warten wir erst noch? Wir warten erst noch. Das bringt ja jetzt nichts, irgendwie zu expandieren und hinterher zu merken, ups, ich habe gar kein Geld.
Warum habe ich da eigentlich eine zweispurige Straße reingesetzt? Gut, dann machen wir hier Industrie. Und wie sieht's aus? Kriminalitätsrate 6%. Frechheit. Feuergefährlichkeit. Wir brauchen eine Feuerwehr. Bildung, Grundschule. Wir brauchen eine neue Grundschule. Passt doch richtig gut ins Landschaftsbild. Guck mal, wie sie bauen. So, was können wir denn noch gebrauchen? Feuersicherheit 52%. Ja, das soll jetzt erstmal nicht stören. Aber einen Friedhof brauchen sie auch. Jetzt natürlich echt knapp mit dem Friedhof, weil das Gelände alles zu steil ist. Hier ist es. Was ist los mit Strom? Haben die kein Wasser. Also so schön es auch ist, dass man dann die Rohre selbst verlegen muss, so nervig ist es auch. Also wenn man... Das, die Idee fand ich bei SimCity gar nicht so schlecht. Also mich hat es auch nicht so gestört. Weil Rohre und Kabel verlegen, das ist so... Man macht's eh. So. So. Ich glaube, hier werden die nicht ansiedeln wollen. Aber hier. Dann setzen wir doch. Wir haben doch so einen Space Filler. Swing Park. Space Filler. Passt nicht. Passt auch nicht. Nein! Was ist das? Ein 5x1 Space Filler. Das, ich hoffe mal, da kommen dann irgendwann noch die Bilder dazu. Damit man auch sieht, was da überhaupt vor sich geht. Schönes kleines Sportzentrum. Im Wald. Gut. Das Wohngebiet macht sich auf jeden Fall. Und jetzt könnten wir uns langsam dran machen, den Bereich hier auch auszubauen. Dann nehmen wir erstmal eine normale Straße.
und bauen die. Die können wir jetzt ein bisschen kurvig verlegen. Ne, komm. So. Natürlich haben wir den Strom jetzt gerade abgekabelt. Verdammt, nein! Müssen wir den mal wegreißen. So, dann geht das bei denen nicht auf. Schön drüber weg. Und jetzt setzen wir dann noch die Straße noch weiter. So, reicht. Das kostet mich nur unnötig einen Haufen Geld. So, und dann kann man von hier auch nochmal eine Straße setzen. Das ist nicht so gut. So. Dann nehmen wir mal spitzer. So. Das ist ja wie bei der Heidi hier. Lang werde ich hier Strommasten hier nicht brauchen. Deswegen ist es nicht so tragisch, wenn die jetzt erstmal da stehen. Eigentlich müsste der doch Strom haben, oder? Ich hoffe doch. 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 So, und dann legen wir hier auch wieder Wohngebiete fest. Und hier saß man wieder. Ja, das geht so nicht. Nehmen wir einen Pinsel und pinseln uns aus. Und machen erstmal die Straße hier voll. Genau. So, lassen wir es laufen. Und da machen wir so ein bisschen kommerziell. Und die brauchen Wasser. Legen wir hier erstmal schon ein Rohr. Was ist denn da? So, und dann können wir jetzt eigentlich... Wird knapp, ne?
eigentlich können wir nämlich jetzt hier bis dahin. Und dann können wir nämlich den ganzen Kram abreißen. Ah, das sieht doch richtig schön aus. Burgerläden sind auch da, Donutläden sind auch da. Passt. Ja. Dann würde ich sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wäre schön. Ansonsten bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal.